Unser heutiges Thema ist erneut Form- und Kraftschluss, diesmal im Kontext Containertransport. Bemühen wir mal die Kraft der Gedanken und setzen auf ein passendes Krone-Container-Chassis einen 40-Fuß- und einen 45-Fuß-Container ab. Und diese Container gilt es nun vorschriftsmäßig zu sichern. Und genau dabei treffen wir wieder auf die alten bekannten Form- und Kraftschluss. Um aber die Gedanken nicht übermäßig strapazieren zu müssen, hier die Visualisierung zumindest der Container-Ecken. Man erkennt leicht die geraden 90-Grad-Ecken des 40-Fuß-Containers und die in der Regel abgeschrägten Ecken des 45-Fuß-Containers. Stichwort hier, vorderer Durchschwenkradius 2040 mm. Beim Verriegeln der langen Container dürfen wir uns an deren Vorderseite auf Formschluss reduzieren. Und dies geschieht mittels eines Bolzens nach Umlegen der 20-Fuß-Pilzverriegelung. Und für diesen Bolzen braucht es zwei Verriegelungspositionen, je nachdem, welcher Container geschultert wurde. Die innere Position für die schrägen Ecken des 45-Fuß-Containers und für die stets geraden Ecken des 40ers wandert der Bolzen nach außen. Werft dazu bitte auch noch mal einen Blick auf unseren Krone TV Dreiteiler zum Thema Überseekontainer. Bei den Pilzverriegelungen schreibt der Gesetzgeber neben dem Formschluss auch Kraftschluss vor. Beim Transport von Tunnelcontainern müssen vor dem Absetzen der Container die im Weg befindlichen Pilzverriegelungen entweder weggeklappt oder abgesenkt werden. Ansonsten bekäme der Containerrahmen unten herum unschöne Beulen.